Meine lieben YouTube-Freunde, wir starten in den schönen Wonnemonat Mai. Und nun wollen wir wissen, was uns dieser Monat Mai 2019 bringt. So möchte ich euch heute informieren, was uns Nostradamus prophezeite und wie die Konstellationen für diesen Monat sind. Was können wir im Mai erhoffen? In diesem Monat wird unser Denken und Fühlen von der Stierenergie bestimmt. Und dem Stier ist nichts wichtiger, als seinen Besitz, Hab und Gut zu vermehren. Ja, wir sollten das genießen, was wir haben. Doch da die meisten nur auf sich selbst schauen und nicht auf andere, denen es nicht so gut geht, sehen wir auch nicht, welche Gefahr auf uns zukommt. Nostradamus hatte dieses schon erkannt in seiner 5. Zenturie im Vers 32 prophezeit er für den Monat Mai. Wo alles gut ist, das Beste von Sonne und Mond, alles reichlich im Überfluss, nähert sich die Zerstörung. Am Himmel trägt es sich zu, dein Glück zu zerstören, auf die gleiche Weise wie der siebte Stern. Er ist der Meinung, dass es in diesen Tagen gefährliche Sternenkonstellationen geben kann. Das würde bedeuten, die Welt wird erschüttert von Verteilungskämpfen der Wohlhabenden und Reichen, was in unseren privaten Besitz, in unser Umfeld eindringen wird. Die Reichen wollen den Armen nichts abgeben, was diese wiederum nicht akzeptieren. So findet Fanatismus und Ideologie ihren Raum. Und das sind keine guten Aussichten. Und jeder kämpft gegen jeden. Es wird zwischen den Reichen und Armen ein Kampf, ja ein Krieg entstehen, denn die Armen wollen auch ihren gerechten Anteil haben. Noch ist es nicht so weit. Aber Nostradamus und die Sterne sagen keinen Zweifel. Die ersten Zeichen sind bereits da und man muss da nicht allzu weit schauen. Es gibt keine Solidarität mehr, weder in unserer Gesellschaft noch in der Politik. Es ist Blütezeit für Neid und Missgunst. Der erste Weg zur gesellschaftlichen Zerstörung. Nostradamus warnt uns davor. Doch gibt es eine Lösung, es zu vermeiden? Ein gefährlicher Konflikt. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns entsprechend einbringen, Lösungen zu erarbeiten, um die Welt gerechter zu machen. Ein Unterfangen, das wahrhaftig schwierig ist. Eigentlich hilft uns nur ein Wunder. Und die soll es ja immer wieder geben. Helfen wir mit, dieses Wunder wahrscheinlicher zu machen. Es kann damit beginnen, dass wir unsere Ansprüche minimieren und denen, die es brauchen, zu helfen. Die Planeten Sonne und Neptun und Venus stehen in diesem Monat positiv da, sodass es doch noch Hoffnung gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen fantastischen Wonnemonat, den Monat Mai. Herzlichst, eure Deria.